Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gone Home. Wir waren ja stehen geblieben bei dem dunklen Gang. Mir schwant ja Schlimmes. Ich vermute leider, wir müssen da trotzdem runter. Wieso haben wir hier kein Licht? Ach Gott. Ah, wer vom Teufel spricht, ist der Mess nicht fern. So. Geisterjäger-Hausdurchsuchungs-Logbuch. Geheime Abschnitte entdeckt 3. Bibliothek, Gang im ersten Stock, Foyer. Beweise für Übernatürliches entdeckt 0. Versteckte Fächer auf der Karte markiert. Okay. Jetzt frage ich mich doch gerade. Wir drehen dann erstmal um und gucken mal, was uns da so erreicht oder was das genau ist. Wir werden mal sehen. Müssen wir denn jetzt nochmal genau hin? Der Dachboden ist klar. Also gegenüber von Sams Zimmer. Das ist hier. Ist das jetzt hier? Hä? Zum Dachboden. Hier, oder? Oh, Tatsache. Oh, ein. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, aber diese, wir reden mit den toten Brettern. Einem ersten Kombozettel. Oh, hört ihr das? Hello? Okay. To come back. Oh, das sieht aber, das finde ich irgendwie gar nicht witzig. Okay. Das war jetzt das hier vorne und die anderen sind im Erdgeschoss, richtig? Genau, bei Dads Büro und hinter dem Foyer gleich. Hier ist schon wieder eine Tür gequietscht. Ey, ich werde wahnsinnig. So, also einmal hier. Zweiten Kombozettel. Also bei dem ersten stand 0, 50, 1. Kombination zu Sams bin vollständig dem Rucksack hinzugefügt. Ah, genau, den hatten wir ja auch noch offen. Lies Geschichte. Himmel am Rand der Welt. Vertraulich. Lesen verboten. Der grüne Gletscher Teil 2. Samantha Green Bear, 9. Klasse, 1. Dezember 1992. Allegra und ihr Aufklärungstrupp spähten von ihrem Quartier hoch in den Bäumen aus, vorsichtig durch das dicke, raschende Blätterwerk. Nur wenig entfernt schien reflektierendes Sonnenlicht gleißend von den Innenwänden des riesigen Gletscherbeckens, in dem der Wald wuchs. Es war wahrlich ein seltsamer Ausblick. Solch Üppigkeit gleich neben schroffen Eisformationen. Allegra sprang ohne zu zögern nach vorn und durch die hohen Äste. Der erste Offizier wurde vom Amazonenstamm des grünen Gletschers gefangen genommen. Sein Leben war in Gefahr. Wir müssen uns beeilen. Ihr Trupp folgte dicht dahinter, langsam fortbewegend wie eine sanfte Brise durch das Dickicht. Allegra landete auf einer Lichtung und rief: Stopp! Sie sah die Amazonenkönigin auf ihrem Podest, wie sie sich nach dem Hebel ausstreckte, der den ersten Offizier in dem Bottich darunter fallen lassen würde. Sie schrie: Nein! Und schleuderte den Säbel zur Hand,
zur Hand der Königin. Doch es war zu spät. Der erste Offizier schrie, als er Richtung Wasser fiel. Er tauchte ein. Alles war plötzlich gespenstisch still. Allegra schaute nur, erstarrt vor Angst und Reue. Sie kam zu spät. Doch dann begann etwas aus dem Bottich aufzusteigen. Ein Kopf von dunkelbraunem Haar. So wie es der erste Offizier hatte. Danach die Schultern und die Ärmel des Mantels triefend nass. Doch als die Gestalt dastand, Wasser von ihr herabfließend, erkannte Allegra, dass sich der erste Offizier verändert hatte. Er war nicht länger ein Mann. Genau gesagt, was ihr entgegenschaute, waren die Augen, das Gesicht, das Haar und die Hände und der Körper einer Frau, wenn auch noch immer in der Kleidung des ersten Offiziers. Noch immer der erste Offizier. Er, sie sprach mit einer sanften, klaren Stimme: Captain? Die Amazonenkönigin sprach: Sie ist nun eine von uns. Sie ist unser. Allegra zog ihre magischen Steinschlosspistolen aus ihrem Gürtel und ihre Crew machte die Schwerter bereit. Allegra schaute tief in die Augen der Königin und sagte: Das ist die Liebe meines Lebens und ich werde sie dir nicht überlassen. Okay. Ja, entschuldige dich bitte mal beim Vorlesen. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich da das nicht immer so richtig hinbekomme. Ich gebe mir Mühe. Im Büro war das, oder? Das Büro dahinter. Also hier. Hier denn wahrscheinlich? Oder auch nicht? Showflyer näher betrachten. The Misfits. Samstag, 29. Oktober. Plus Special Guest Maidenhead. Stygia. Und die Adresse. Na, das wird wahrscheinlich das Konzert. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust. And then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous. After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, "I really like you." I just nodded my head, and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Wow. Okay. Da wurde ich auch gleich schon wieder unterbrochen. Eine Liebesbeziehung zwischen der Freundin und der Tochter, also meiner Schwester, in dem Sinne, durchaus denkbar. So, wir hatten jetzt ja. Genau, die Kombination 051. Also, gehen wir jetzt nochmal zu Sams Zimmer. Eins. Jawohl. Oha, was haben wir denn hier? Eine Zigarettenschachtel. Gentleman, das Magazin für Männer, Juni 1994. Die große UFO-Verschwörung. Spezial Shannon Dorothy. Exklusives Interview mit Mogul David Geffen und endlich Gillian Anderson. Okay.
Foto näher betrachten, Lonnie. Lonnie came over today. But everything was different. She was sitting at my desk chair and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think. But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say. But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever? And that's when she kissed me. Okay. Ja. In die beste Freundin verliebt. Soll passieren. Dann haben wir noch einen Schlüssel. Ein Kellerschlüssel. Okay. Okay, na dann. Gehen wir mal runter in den Keller. Ich habe vorhin gar nicht probiert, ob wir in die Tür reinkommen. Das war wahrscheinlich sogar das intuitiv Richtige, was wir gemacht haben. Oder auch nicht. Wo war denn der Keller? Ah. Ah, okay. Macht ja auch Sinn. Ach, dann gehen wir erst nochmal im Keller gucken. Wenn wir jetzt schon den Schlüssel und so ergaunert haben. Laufen wir runter. Ich überlege gerade. Ich muss nachgucken. Nicht, dass ich mich jetzt wirklich freue, hier in den Keller zu gehen, aber ich glaube, was sein muss, muss sein. Juhu. Wow. So, es wurde Licht. Ist irgendwie nicht so schön, ja. Es wurde Licht. Zum zweiten. So, und da ich ein Schisser bin, hier hinten gibt es auch ein Licht. Das geht hier hinten weiter, richtig. Machen wir das ja auch noch an. So, und dann schauen wir uns mal um. Eine Chipspackung. Potato Chips. Drei Ringordner. Das kann man ja schon. So, Notiz. Liebe Samantha, ich möchte mich aufs Herzlichste bei dir bedanken, dass du mich in deine Bleibe einlodest und mit deiner entzückenden Familie am Thanksgiving-Feiertag zu speisen. Ich genoss die gewürzten Kartoffeln und es war auch etwas seltsam, so lange Zeit mit deinen Eltern zu verbringen. Aber es war auch ziemlich lustig. Wie unmöglich es für deinen Dad ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht irgendwie seltsam zu sein. Sehr herzlich, deine enge Freundin und Vertraute Lonnie D. Liebe Miss DeSoto, erlaube mir die Gelegenheit zu nutzen, um dir herzlichst dafür zu danken, dass du ein so liebenswürdiger Gastgeber bei den Festivalitäten an deines Vaters Hof warst, welche dem zuvor erwähnten Mal mit meinen Eltern folgten. Was ist was schreiben die denn da? Das Thanksgiving-Fest deiner Familie war das vergnügsamere der beiden.
Dies muss ich gestehen. Besonders genoss ich die Zeit, die ich mit deiner Großmama verbrachte, welche eine reizende Frau mit einem ausgezeichneten Geschmack und einem kultivierten Auftreten ist. Lass uns das wiederholen. Irgendwann nächstes Jahr. Einverstanden? Tief in deiner Schuld, Madame Samantha L. Greenbill. Okay. Tja, da waren sie wohl gegenseitig zum Essen eingeladen. Was haben wir hier? Zeichnung näher betrachten. S und L. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around, well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, where it's just quiet and we're alone, we say I love you. Okay. Gut, ich würde sagen, es ist wieder mal Zeit für eine Pause. Also, dann bis zum nächsten Mal hier unten im dunklen Keller. Ich hoffe, euch alle wiederzusehen.